Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror Teil 2. Wir befinden uns hier in der Ritualkammer unter der Akademie. Und ich werde mich jetzt umschauen. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Was? Nichts. Meine arme Mutter ist völlig verängstigt. Sie durchlebt das Entsetzen mit Samuel noch einmal mit ihrer eigenen Tochter. Meine arme Mutter ist Angelina? Was ist? Das habe ich mir ja noch gar nicht angeguckt. Später. Ein schweres Metallgitter. Es sieht nicht so aus, als ließe es sich einfach öffnen. Erstmal ein Foto machen. Kann ich hier noch mehr machen? Nee, ich glaube nicht. Ein schweres Metallgitter. Es sieht nicht... Okay. Da sind Löcher in der Wand. Mit Sicherheit für irgendeine hinterhältige Falle. Insgesamt 8 in den Boden eingelassene Steinplatten. Mal sehen. Wow. Okay. Das war nicht so gut. Was haben wir denn hier? Angelina und der Fluch. Ob Louis Sally ermordet hat? Oder war es Angelina selber? Achso, das habe ich schon vorgelesen. Wahnsinn ist vererbbar. Nee, das habe ich schon vorgelesen. Okay. Tor zum Beschwörungsraum öffnen. Angelina treibt uns voran. Doch früher oder später wird sie unachtsam und dann ist meine Gelegenheit gekommen. Vielleicht schon beim Versuch, das große Tor zu öffnen. Wie es scheint, müssen auf allen Platten Gewichte stehen. Vermutlich waren ursprünglich 8 Leute nötig, um in den Beschwörungsraum zu gelangen. Nachdem sich alle auf die Platten gestellt hatten, konnten sie in den Beschwörungsraum. Angelinas Lakai. Bevor ich Angelina überwältigen kann, muss ich erstmal Louis loswerden und dafür brauche ich einen Plan. Wenn ich 4 der Platten belaste, müssen Mom, Angelina und ich und vor allem Louis uns theoretisch auf die anderen 4 stellen. Überall Symbole. Auf den Bodenplatten sind seltsame Symbole eingraviert. Habe ich die nicht schon im Schloss gesehen? Was hat es damit auf sich? Platte mit Gewicht belasten. Über jeder Steinplatte hängen Fallen an langen Ketten. Ich sollte versuchen, mindestens eine davon unten zu halten, damit ihr Gewicht auf der Platte lastet. Okay. Okidoki. Eine Steinplatte im Boden mit einem roten Zeichen darauf und Verzierungen drumherum. Mhm. Nein, das mache ich nicht. Oh. Soll ich jetzt alle austesten, was überall ist oder so? Nein, das mache ich nicht. Okay. Eine Steinplatte im Boden mit einem roten Zeichen darauf. Okay. Eine massive Steintür ohne Türgriff oder ähnliches. Eine massive Steintür. Okay. Oh. Da liegt ein Zettel. Hier liegt ein Zettel. Ja.
Dann hebt den Zettel mal auf. Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet, der aus 8 unterschiedlichen Symbolen besteht. Ich schätze, dass das eine Art Gebrauchsanweisung für die Bodenplatten ist. Auf der 3. Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Die 8 Steinplatten. Ich habe einen Zettel gefunden, auf dem ein Halbkreis abgebildet ist. Ich schätze, eine Art Gebrauchsanweisung. Oh je. Eine Blume, eine Tür, ein Messer, eine Sonne, Wasser, eine Tür, Steinblock, Schneeflocke. Steinblock ist auf jeden Fall Falle und Messer ist auch eine Falle. Also die beiden roten sind Fallen. Die beiden Türen führen wahrscheinlich weiter in andere Räume. Also sind die safe. Da muss also die Mama rauf und Darren. Was jetzt irgendwie Blümchen, Sonne, Wasser und Schneeflocke ist, das weiß ich nicht. Die 8 Steinplatten. Ich kann eine Blume erkennen, eine Tür, ein Messer, eine Sonne, Wasser, noch eine Tür, einen Steinblock oder sowas und eine Schneeflocke. Ob ich es damit wagen kann, mich auf eine der Platten zu stellen? Warte mal. Safe müsste dann ja die 2. von links und die 3. von rechts sein. Also die 2. von links. Und die 3. von rechts. So, das haben wir also geklärt. Das sind die Türen in die anderen Räume. Den Steinblock haben wir schon ausgelöst. Das ist eine Falle. Also die 3. von links ist auch eine Falle. Okay. Jetzt sehr vorsichtig. Oh, das war's abgebrochen. Ein Messer hat sich beim Aufprall der Falle gelöst. Ein Messer. Ich nehme es mit. Soll ich die Leute jetzt abstechen? Ich glaube, auf der Klinge ist altes, angetrocknetes Blut. Oder Rost. Naja, ich vermute mal eher das Erste. Die Fallen sind bestätigt. Was ist das dazwischen? Oh! Oh je. Ist das jetzt bei allen Sachen? Ach nee, das war ja die Tür. Ah ja, Verzeihung. Aber bei den anderen? Ja, okay. Oh, die Mami hat sich erschrocken. Okay. Das sollen wohl Gargoyles oder Dämonen oder so etwas sein. Vielleicht sogar der Teufel. Keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht. Mich aber. Manu. Dort draußen gibt es vermutlich nichts, was mir hier drin weiterhelfen würde. Und ohnehin würde Angelina mich wohl kaum gehen lassen. Angelina? Was ist? Was willst du überhaupt von mir? Hast du es immer noch nicht kapiert? Was für einen dummen Bruder ich doch habe. Mach das Gitter auf. Du musst nur alle Steinplatten reindrücken. Alleine? Wie soll ich das denn machen? Dir wird schon was einfallen.
Du musst dich auf eine der Steinplatten stellen. Damit ich ein Messer in die Rippen kriege? Ich verzichte. Die Steinplatten haben mit dem Gitter zu tun. Wenn du dich nicht draufstellst, kann ich das Gitter nicht öffnen. Dann soll sie sich draufstellen. Wo soll sie hin? Mom, kannst du dich bitte auf diese Bodenplatte da stellen? Angelina? Was ist? Kann Catherine sich auf die Platte da rechts stellen? Oh. Ich dachte, sie stellen sich jetzt beide darauf. Nein, ich will doch lieber den ersten Raum. Angelina? Was ist? Die erschießt mich gleich. Mom, kannst du dich bitte auf diese Bodenplatte da stellen? Okay, dann schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Oh, das ist aber sehr hübsch. Bäume. Ah, okay. Das sieht nach Winter aus, Herbst, Sommer und Frühling. Ach, dann ist das hier auch Frühling, Sommer, Herbst und Winter, denke ich mal. Wobei ich nicht genau weiß, was Wasser mit Herbst zu tun haben soll, aber gut. Hier ist Wasser. Das Licht reicht nur wenige Meter hinab. Es könnte 10 oder 100 Meter tief sein. Da werde ich nirgends hintauchen können. Okay. Eine abscheuliche Figur. Irgendein Dämon oder vielleicht ein Fabelwesen. Die Leute im Mittelalter waren sehr abergläubisch. Für sie war die Natur voller Geister, Dämonen und Wunder. Anders konnten sie sich nicht erklären, was um sie herum geschah. Mhm. Durch die Tür geht es zurück in den Raum mit den Bodenplatten. Hier steht, es trägt ein Kleid aus Grün und Weiß. Es schaut hervor aus Schnee und Eis. Lässt der Wind das Glöckchen schwingen, wird bald der erste Vogel singen. Ah, ein Rätsel, glaube ich. Rätselverse, das muss die Absicherung der Auserwählten sein. Ich habe mehrere Rätselverse gefunden und sie mir weiter vorne in meinem Tagebuch notiert. Die Lösung hat sicherlich dabei geholfen, ein paar Fallen zu deaktivieren. Dadurch mussten sich, wie alle acht Auserwählten, nie alle acht Auserwählten gleichzeitig auf die Bodenplatten stellen. Weiter vorne. Ein paar Sekunden später. Ach, da. Das ist mein neuester Eintrag gewesen. Ich war einfach nicht aufmerksam genug. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Worträtsel. Die Erbauer der Akademie scheinen eine gewisse Hingabe zu den vier Jahreszeiten gehabt zu haben. Ich habe in einem der Räume einige eingemeißelte Verse darüber gefunden. Frühling. Es trägt ein Kleid aus Grün und Weiß. Es schaut hervor aus Schnee und Eis. Lässt der Wind das Glöckchen schwingen. Wird bald der erste Vogel singen. Das erinnert mich an Galantus oder auch das Schneeglöckchen. Ob das stimmt, das weiß ich nicht.
auf dieser Tafel steht: Ich mache hart, ich mache weich, ich mache arm, ich mache reich. Man liebt mich, doch nicht allzu nah. Zu nah wird alles aufgezehrt, doch stirbt der, der mich ganz entbehrt. Ach du Schande. Ich mache hart, ich mache weich, ich mache arm, ich mache reich. Man liebt mich doch nicht allzu nah. Zu nah wird alles aufgezehrt, doch stirbt der, der mich ganz entbehrt. Nicht allzu nah stirbt der, der mich ganz entbehrt. Ist das Feuer? Aber ich weiß nicht. Ich mache hart. Macht Feuer hart? Ja, vielleicht ein Schmied? Ich mache weich. Ja, kann. Ja, große Hitze kann man auch Metall zum Schmelzen bringen. Ich mache arm, ich mache reich. Verstehe ich aber nicht ganz, was. Das passt, glaube ich, mit Feuer dann doch nicht. Ich gucke erstmal weiter. Hier steht ein Reim auf der Tafel. Ich habe Flügel, rate Kind, doch flieg ich nur im Kreise. Und singen tue ich, wenn der Wind mir vorpfeift, laut und leise. Was ihr den Feldern abgewinnt, kau ich auf meine Weise. Doch was mir durch die Kehle rinnt, das mundet euch als Speise. Oh, das finde ich tatsächlich wieder einfacher. Ich habe Flügel, rate Kind, doch flieg ich nur im Kreise. Also Flügel und Kreisbewegung. Und singen tue ich, wenn der Wind mir vorpfeift, laut und leise. Ja, also ein Geräusch macht das Ding. Was ihr den Feldern abgewinnt, kau ich auf meine Weise. Also Korn wird gemahlen. Doch was mir durch die Kehle rinnt, das mundet euch als Speise. Also Mehl und dann Brot. Ich denke, das ist eine Windmühle, aber ich bin mir nicht sicher. Hier steht Folgendes. In der Luft, da fliegt's. Auf der Erde liegt's. Auf dem Baume sitzt's. In der Hand, da schwitzt's. Auf dem Ofen zerläuft's. Und im Wasser ersäuft's. Okay. In der Luft fliegt's. Auf der Erde liegt's. Auf dem Baume sitzt's. In der Hand schwitzt's. Ofen zerläuft's und im Wasser ersäuft's. Ja, Hand schwitzt's ist eigentlich der Moment, wo ich denke, das zu wissen, dass es eine Schneeflocke ist. Fliegt durch die Luft, auf der Erde liegt es dann, Schneedecke. Auf dem Baume liegt es halt, sitzt es rum. In der Hand schmilzt es, auf dem Ofen zerläuft es und im Wasser ersäuft es. Obwohl, im Wasser ersaufen kann ja eine Schneeflocke nicht, ist ja eigentlich lebendig. Naja, ich mach erstmal weiter und dann kann ich mir immer noch den Kopf zerbrechen, ob das ist oder nicht. Hier ist eine Art Mechanik angebracht. Jede Menge Symbole, was auch sonst. Ui, okay. Wir haben hier Blümchen, Sonne, Blätter und Schneeflocke. Oh. Ach, das bewegt sich damit. Das ist natürlich Schiete. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Oh, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Okay, ich glaube, Feuer scheint schon mal gut geraten zu sein. Okay. Galanthus. Winter.
Schneeflocke. Ah. Das ist es! Ein Fach mit einer Art Gehstock oder Stab oder sowas drin. Okay, drei Stäbe haben wir jetzt bekommen, glaube ich. Ist da jetzt keiner drin? Dieses Fach ist leer. Oh je, kann ich dann das Rätsel nicht mehr lösen? Da fehlt ja jetzt eine Jahreszeit. Oh Mann. Ein reich verzierter Stab aus dem Rätselraum. Ich glaube, er soll den Frühling symbolisieren. Ein reich verzierter Stab aus dem Rätselraum. Ich glaube, er soll den Sommer symbolisieren. Ja, der Herbst fehlt. Ein reich verzierter Stab aus dem Rätselraum. Ich glaube, er soll den Winter symbolisieren. Durch die Tür geht es zurück in den Raum mit den Bodenplatten. Okay. Wir haben hier Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Obwohl ich nicht sicher bin, was diese Wellen dazu... Ich glaube... Ja, ich mache, glaube ich, erstmal die Stäbe da bei Frühling, Sommer und Winter hin. Also das erste von links, das vierte von links und das erste von rechts. Eine Steinplatte im Boden mit einem roten Zeichen darauf und Verzierungen drumherum. Oh, Mist. Ich dachte, dass er vielleicht jetzt die Verzierungen irgendwie besser betrachtet, aber wir haben ja diesen Zettel hier. Auf dem Zettel ist ein Halbkreis abgebildet, der aus 8 unterschiedlichen Symbolen besteht. Ich schätze, dass das eine Art Gebrauchsanweisung für die Bodenplatten ist. Auf der dritten Platte von links ist ein Messer oder sowas abgebildet. Außerdem ist links außen eine Blume, links Mitte eine Sonne, rechts Mitte Wasser und rechts außen eine Schneeflocke. Gut, dann versuche ich mal irgendwie das zu kombinieren. Ich weiß nicht, was es bringen wird, aber ich... Die Steinplatte ist eingerastet, aber nichts weiter passiert. Ich habe den passenden Stab in die Öffnung gesteckt. Die Platte dürfte deaktiviert sein. Mhm. Dann die. Ich glaube, ich habe die Steinplatte deaktiviert. Zumindest ist sie eingerastet. Und der Sommer. Scheint so, als wäre die Steinplatte eingerastet. Okay, dann in den nächsten Raum. Angelina? Was ist? Kann Catherine sich auf die Platte da rechts stellen? Eine Treppe führt nach oben. Ach du großer Gott. Hier führt die Treppe nach unten in den Raum, in dem Angelina ihre eigene Mutter erschießen würde, wenn ich nicht aufpasse.
Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Kaum zu fassen. Die Maschinen und Apparaturen sehen ziemlich kompliziert aus. Und sie sind aus Metall gefertigt. Ist das ungewöhnlich für die damalige Zeit gewesen? Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen vor Jahrhunderten dazu in der Lage waren. Ein Genie muss das alles geplant haben. Warum sind Menschen so kreativ, wenn es um Waffen, Krieg und Kampf geht? Ja. Wer so etwas bauen konnte, der hätte auch viel Gutes ersinnen können. Tja, weil unsere Spezies im Durchschnitt eigentlich ziemlich grausam ist, wenn man mal ehrlich ist. Also die Geschichte der Menschheit ist durchflochten von Grausamkeiten. Natürlich gibt es auch gute Dinge, aber ja, auch vieles Schlechtes. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Allerdings sieht es so aus, als ob es gerade etwas oben hält. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik Keine Ahnung, wofür diese Zahnräder gut sind. Wahrscheinlich sind sie mit den Fallen und den Seilen verbunden. Keine Ahnung, wofür diese Ein riesiger Steinblock. Der dürfte mindestens eine Tonne wiegen. Das Gewicht hält mit Sicherheit das große Gitter unten geschlossen. Ein riesiger Steinblock. Das Gewicht hält mit sich. Oh je, okay. Eine große Tafel mit Balken und Knöpfen. Sieht kompliziert aus. Oh nein. Hebel, Balken, Knöpfe. Mit den kleinen Hebeln kann ich wohl einstellen, ob ich das Symbol links oder rechts einstellen möchte. Die Balken sind frei beweglich. Und mit dem großen Knopf scheine ich die Lösung eingeben zu können. Überall Symbole. Auf den Bodenplatten sind seltsame Symbole eingraviert. Habe ich die nicht schon mal im Schloss gesehen? Was hat es damit auf sich? Und noch mehr davon sind im oberen Raum an die Wände direkt neben den Seilen geschrieben. Diesmal ist es jedoch eine Reihe von Symbolen. Vielleicht irgendein Code? Platte mit Gewicht belasten. Über jeder Steinplatte hängen Fallen an langen Ketten. Ich sollte versuchen, mindestens eine davon unten zu halten, damit ihr Gewicht auf der Platte lastet. Drei Platten konnte ich mit den Stäben fixieren. Ich sollte versuchen, eine Platte unten zu halten, damit ihr Gewicht auf der Platte lastet. What? Die Fallen sind oben über eine Mechanik an Seilen befestigt. Ich kann also eins davon... Ja. Okay, cool. Eins davon. Was, Darren? Was? Okay, Platte mit Gewicht belasten. Achso, durchschneiden und die Falle rasselt zu Boden. Ein Steinblock wäre am besten, aber welches Seil schneide ich durch, ohne damit meine Mutter umzubringen? Ach du Heilige, was ist das denn? Eine Ewigkeit später. Okay. Äh.
3 Wochen später. Ich verstehe das absolut gar nicht, okay. Ja, wir haben hier die Symbole aus dem ersten Teil, diese hebräischen Schriftzeichen oder Runen oder wie auch immer. Und Hebel und 1, 2, 3, 4, 5. What? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt 6 Seile. Wow, okay. Viele Monate später. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Diese Hebel verstehe ich auch nicht. Ich werde erstmal ein bisschen gucken mit der Mechanik und ich glaube, ich mache das im Schnitt nachher, falls ich dann irgendwie rausgefunden habe, was es hier auf sich hat, dann ja. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Das ist jetzt der Steinblock, oder wie? Ja. Okay. Ich denke, ich weiß jetzt, welches Seil ich durchschneiden muss, um die richtige Falle auszulösen. Hä? Der Steinblock sollte dann die Platte belasten. Hoffentlich irre ich mich nicht. Ich bin verwirrt. Ich hab die Lösung raus, obwohl ich nicht den Mechanismus verstehe. Also mir soll es recht sein, aber ich würde halt trotzdem gerne das verstehen. Ich würde es halt trotzdem gerne verstehen, irgendwie. Also. Das ist jetzt das 5. Seil von links mit dem Stein. Aber warum ist es das? Warum ist es das? Es sind hier irgendwelche Symbole oder so? Ach so, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay. Ja gut, das macht dann Sinn. Ist dann hier. Okay. Ja. Den Mantau. Jetzt schnell. Hoffentlich ist es das richtige Seil. Sollte das? Das war... Nochmal so ein Schnitzer. Und unsere Mutter liegt neben dem Steinblock, ist das klar? Ja, schon gut. Kommt nicht wieder vor. Davon gehe ich aus. Okay. Damit sind 4 Steinplatten deaktiviert. Und auf einer steht Catherine. Das ist meine Chance. Ich muss Angelina überreden, dass sie und Louis sich auf die falschen Platten stellen. Hoffentlich geht mein Plan auf. Die falschen Platten, das heißt die Herbstplatte und, Moment, die Herbstplatte, warte mal, die Herbstplatte,
Ja, die ist deaktiviert, die ist deaktiviert, die ist deaktiviert, das ist eine Tür, das ist eine Tür. Die hat er jetzt runtergelassen. Das heißt, wir haben nur noch Messer und Herbst. Ich weiß nicht, also, okay. Angelina? Was ist? Jetzt gibt es wirklich keinen anderen Weg mehr. Wir müssen uns auf die verbleibenden Steinplatten stellen, wenn sich das Gitter öffnen soll. In Ordnung. Irgendwelche Tricks. Und? Schon klar. Ich glaube, ich habe alle Fallen entschärft. Mom, du bleibst da stehen. Luis steht da drüben. Ich glaube, wir sollten die Plätze lieber tauschen. Du hast doch nichts dagegen. Mach, was du willst. Aber jetzt steht Darren ja... Ach so, schon da. Schlau gemacht. Ups. Und so skrupellos. Du bist die Nächste. Das Gewicht liegt auf der Platte. Worauf wartest du? Macht es dir nichts aus, dass Luis gestorben ist? Er hätte diese Ruinen sowieso nicht lebend verlassen. Oh nein! Tja, und jetzt? Hä? Das verstehe ich nicht ganz, aber gut. Das war doch eine Falle. Mach weiter! Ein Handbuch im Raum mit den Fallen ist eine Kombination aus Symbolen und Balkenknöpfen, Hebeln in die Wand eingelassen. Bin mir sicher, dass ich damit erfahre, wohin die Seile führen. Soll ich alle ausprobieren oder reicht mir vielleicht nur eins? Ja, offensichtlich hat eins funktioniert. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Was? Nicht. Das muss das Tor zu Mordreds Gefängnis sein. Dort ist mein Vater endgültig verrückt geworden. Eine Art Halterung. Aber was kommt dort rein? Das muss das Tor zu Mordred. Die Kugel hat sie gestohlen aus dem Museum. Das gibt's doch nicht. Endlich! Los, geh vor! Oh nein. Du bist also gekommen. Ja, Meister. Was? War das Mordred? Oh nein! Lauf! Fuck! Nichts wie raus hier! Flucht! Nur weg hier. Wenn Antonina erst einmal erkennt, dass hier nicht das Geringste beschworen wird, könnte sie völlig ausrasten und um sich schießen. Hä? Dass hier nicht das Geringste beschworen wird? Sie ist doch gerade dabei. Naja. Erstmal weg. Da war was! Der Orden ist doch gut. Der Orden! Das muss der Orden sein! Haltet ihn auf! Er darf ihn nicht beschwören! Ganz ruhig, Leute! Ich... Verflucht! Ich bin auf eurer Seite! Ich... Verdammte Idioten! Sie wollen wohl auf Nummer sicher gehen! Oh...
Angelina ist nicht hier und sie ist auch nicht an mir vorbeigekommen. Entweder sie ist noch im Beschwörungsraum oder sie ist einen anderen Weg gegangen. Dort hinten liegt meine Mutter verletzt auf dem Boden. Aber auch Angelina schleicht hier irgendwo rum. Fuck! Die Seitentüren haben sich geschlossen, als das große Tor aufging. Da unten ist ein verdammt tiefer Abgrund. Hinter mir der Orden, der mich lieber tötet, als nachzudenken? Er ist da lang! Es geht nicht anders. Ich muss mich Angelina stellen. Könnte eine Falle sein. Aber vielleicht ist es auch meine einzige Chance, Mom zu retten. Ist sie hier? Nein. Komm, ich bring dich hier raus. Nein. Verstehst du nicht, Adrian? Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich allein. Dein Vater hat viel Leid über die Menschen gebracht. Und ich möchte nicht, dass auch du dich schuldig machst. Das habe ich nicht vor. Das ist nicht deine Entscheidung. Hier geht es um Mächte. Die sind größer als ein einzelner Mensch. Ganz recht. Es geht um unendliche Macht. Um göttliche Macht. Eine Macht, die schon zu lange geschlafen hat. Zum Altar! Du kannst mich mal. Ich wiederhole mich nicht gern. Geh zum Altar und lies aus dem Buch vor! Ich wiederhole mich auch nicht gerne. Du... Die nächste Kugel trifft deine Kniescheibe. Ach ja, ohne mich kommst du hier nicht weiter. Du kannst mich nicht töten, du brauchst mich. Sie brauche ich nicht. Und worauf kannst du verzichten? Ein Auge? Eine Hand? Es gibt keinen Fluch! Es ist eine Geisteskrankheit! Sie wird von Generation zu Generation vererbt und führt zu Wahnvorstellungen! Wahnvorstellungen? Und wie nennst du das hier? Lesen! Zodokare, Husadire. Im Coraxo, Zodere. Matorebe, Matorebi. Vax, da sobra, vei. Maliore, vax da sobra. Malio im ibote. Amena, vei bosadire. Amena, vax zodokare. Ja! 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 Und nun? Ein Blut. Angelina, das ist doch Irrsinn! Selbst wenn es einen Fluch gäbe, dann betreffe es nur die männlichen Gordons. Nein, nein, auch mich. Ich kann sie hören, die Stimme. Sie flüstert zu mir immer schon, seit du weg warst. Angelina, bitte! Tut mir leid, Bruderherz. Ich brauche dein Blut und keine Konkurrenz. Ah! Ah! Ja, das war Black Mirror, Teil 2. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, weil im ersten Teil hat ja Samuel genau dasselbe gemacht. Und da ist ja nichts passiert. Er hat ja auch sein Blut benutzt und hat das Ganze dann irgendwie geschlossen damit. Und jetzt wurde dasselbe gemacht und jetzt ist das schlimm. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht.
Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde auf jeden Fall auch noch den dritten Teil spielen. Aber ich würde sagen, ich lasse es einfach mal den Abspann laufen. Das war Black Mirror Teil 2. Es war einfach ein fantastisches Spiel. Ich fand es ehrlich gesagt schön, dass im Abspann nochmal den Leuten gedankt wurde, die den ersten Teil gemacht haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Teil oder auch beim nächsten Spiel. Tschö mit Ö.